Hallo und willkommen, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer Odo. Vielleicht wartet's mal, bevor wir irgendwas machen. Dann wird die Musik etwas leiser. Oh, noch viel leiser geht wohl nicht. Wenn ich sie noch leiser drehe, ist sie aus. Okay, na, jetzt ruhig drehen wir sie ab. Oder? Nein. Es geht nur so oder gar nicht. Interessant. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem relativ gut. Zurück mit Österreich. Ich bin drauf gekommen, wenn wir jetzt sterben würden, würden wir nicht deutscher Kaiser werden, sondern Hessen würde wohl deutscher Kaiser, der hessische Herrscher würde deutscher Kaiser werden, was natürlich gar nicht gut ist. Deswegen haben wir auch schon begonnen, hier in Köln wieder unseren einen Diplomaten hinzuschicken. Vielleicht sollten wir auch nach Böhmen gleich einen schicken. Sicher ist sicher. Und auf den Claim in Venedig mal verzichten für eine Weile. Achso. So machen wir das. Royal Marriage. Oh, können wir nicht machen. So, was war das? Improve Relations. Tja, da. So, schauen wir mal, wie das läuft. Ich bin auch drauf gekommen, warum das so ist. Wir haben ja letztes Mal die Rechtsreformen durchgesetzt, weswegen die ganzen Gebäude billiger geworden sind, aber Problem ist, dadurch haben wir da diese 50 Rechtspunkte ausgegeben und die sind ein wichtiger Teil dafür, ob man der Meinung ist, dass wir gut fürs Reich sind oder nicht. Und zwar steht hier, wo ist das? Imperial Authority plus 0, weil wir noch keinen Punkt dort haben. So, naja gut, schauen wir mal. Forschung. Yay, wir können National Ideas nehmen. Bevor wir die Forschung machen, ich überlege gerade, ob man nur die National Ideas machen und ob man als erstes eine diplomatische, also eine diplomatische Idee machen. Und zwar deshalb, weil dann könnten wir gleich da Punkte von der Diplomatie in diese Gruppe reintun. Diplomatic zum Beispiel wäre, wenn wir das gleich als erstes machen, würde man gleich einen zusätzlichen Diplomaten kriegen und wir könnten wieder anfangen, Venedig zu bespitzeln. Außerdem kriegen wir da plus 1 Diplomatic Relation. War Cabinet. Das weniger War Exhaustion ist nicht schlecht an und für sich. Improve Relations plus 25% ist auch gut. Noch mehr Diplomatic Relations, Reputation so. War Score minus 20% Kosten, das ist auch nicht schlecht. Das spart uns Diplomatiepunkte. Und Diplomatic Technology Cost minus 10% ist auch nicht schlecht. An und für sich ist diese Idea Group sehr gut, glaube ich. Schauen wir mal kurz, was die anderen können. Da wird das Spy Network besser. Wir kriegen auch noch einen Diplomaten. Trade Power wird besser. Foreign Spy Detection. Naja gut, das ist uns wurscht. Liberty Design Subjects, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man viele Subjects hat. Cost to Fabricate Claims. Ja, okay. Privateers. Ah, unsere Embargos werden besser.
Audit Checks. Yearly Corruption minus 1. Na, minus 0,1. So. Na gut, weiß ich nicht. Exploration, wenn man nicht wirklich braucht mit Österreich. Ich habe nicht vor, große Kolonien zu gründen. Maritime Ideas sicherlich auch nicht. Influence könnte noch interessant sein für uns in der Diplomatiegruppe. Und Trade, wobei Trade vielleicht am Anfang auch nicht so wichtig ist, weil wir noch nicht in einer guten Trade Note drinnen sind. Vielleicht wenn wir Venedig halten und in der venezianischen Trade Note als Hauptnote haben, dann ist das vielleicht auch nicht so schlecht. So, was braucht Influence? Tribute System plus 25% Income from Vessels. Fallen da eigentlich Böhmen auch drunter? Nein, weil ich habe kein Einkommen von denen. Na gut, dann ist es nicht ganz so interessant. Aber wer weiß, vielleicht kommt es ja noch. Wir haben ja vor, den Papst zum Beispiel zum Vasallen zu machen. Plus 0,5 Prestige im Jahr. Ich bin draufgekommen, Prestige ist nicht unwichtig, weil je mehr Prestige wir haben, desto besser sind wir in verschiedenen Dingen. Wie ihr hier seht, unten steht, mehr Prestige bedeutet bessere Trade Power, bessere Army Moral, weniger Kosten für Mercenaries. Nicht, dass wir uns die leisten könnten derzeit. Mehr Legitimacy, bessere Improved Relation, also eigentlich alles besser. Auch unsere Aggressive Expansion wird weniger. Und wir müssen weniger zahlen für Institutionen. So gesehen ist das nicht schlecht. Da haben wir auch weniger Diplomatiekosten, um etwas zu annektieren. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil wir wollen ja große Staaten annektieren. State Propaganda. Noch weniger Aggressive Expansion. Puh, das ist fast genauso gut wie das oben. Aber es bringt uns. Das hier bringt uns natürlich den Vorteil mit diesem minus 10% Diplomatic Core. Wir werden das machen so. Wir werden jetzt da mal das nehmen. Wir wählen Diplomatie, Diplomatic Ideas als erstes. So, das ist auch nicht schlecht, dass wir das kriegen, weil wir wollen möglichst schnell hier die erste, also wir haben da diese österreichische Idea Group. Je mehr von diesen Ideas wir durchsetzen, desto weiter kommen wir davor. Und die erste ist gleich ziemlich genial, weil sie uns einen Vorteil im Holy Roman Empire bringt. Das heißt, wir machen mal das. Und ihr seht, wir sind da jetzt schon halfway through. Naja, halfway ist es nicht. Ich glaube ein Drittel oder zwei mehr. Ja, ein Drittel haben wir. Das heißt, wir werden da möglichst schnell die ersten zwei. Die ersten drei hier machen, damit wir das kriegen. Pfeif auf die Diplomatieforschung. Wir können im schlimmsten Fall, wenn wir sehr stark hinten nach sind, dann mit der Forschung, könnten wir rein theoretisch hier sagen, dass wir Diplomatie hauptsächlich erforschen wollen. Gut, wir haben einen neuen Diplomaten, den setzen wir gleich ein. Wir machen hier ein Spy Network. Ja, machen wir weiter. Ja, wir sind da schon auf minus 1 und da auf minus 2. Nächstes Monat sollten wir genügend Einfluss über die 2 haben oder wieder gute Meinung von den Zweien haben, dass sie uns wählen würden bei einem Tod von unserem vom geliebten Kaiser.
Ja, plus 4, er würde uns schon wählen. Nicht gut, er noch nicht. Ah, nächstes Monat wählt er uns. Jetzt sind wir auf 124. Finde ich gut. Ah ja, seht ihr? Und schon werden wir wieder von drei Leuten gewählt. Wir haben auch. Ah ja, stimmt. Wir haben jetzt 1,75. Das heißt, wir kriegen auch Imperial Authority wieder plus 1. Finde ich gut. Finde ich gut. So, wir haben noch immer ein Problem mit unseren Truppen. Wir haben zu wenig. Wir haben zu wenig. Truppen. Wo sind die? Wir haben drei. Ah, da ist noch eines. So, Shift Consolidate. Das heißt, es wird etwas billiger, wenn wir die ausrüsten. Wir werden die Force abdrehen, vielleicht jetzt mal. Zumindest einige. Vielleicht sollten wir uns überlegen, welche wir aufdrehen. Haben wir irgendwo hier in der Gegend Aufstände, Unruhen? Eigentlich nicht. Da auch nicht. Passt, wir haben da nirgends Unruhen. Das heißt, wir brauchen dort die Force echt nicht. Ist das in Luxemburg? Auch nicht. Und da in Landgrafschaft? Auch nicht. In Sundgau sowieso nicht. Schau dir was an. Schau dir was an. Da haben wir aber vielleicht welche. Nein. Auch nicht. Selbst in Südtirol nicht. Local Power Vacuum. Ich glaube, da haben wir irgendjemanden das Land weggenommen. Kann das sein? So, jetzt sollten wir aber hoffentlich wieder langsam ins Plus kommen, was das Einkommen betrifft, weil sonst müssen wir uns einen Kredit aufnehmen. Das will ich echt nicht. Noch immer minus 1,24, das gibt es ja wohl nicht. Was kostet da so viel Geld? Oh, wir haben einen Kredit aufgenommen, deshalb. Gut, wir gehen bei der Army Maintenance noch runter ein wenig. Das muss reichen, um meine Armee langsam aber sicher auszurüsten. So, mit wem seid ihr nie verbündet? Mit Bosnien und mit den Knights. Das finde ich gut. Das finde ich ausgezeichnet. Außerdem, wer sind unsere Gegner? Die Osmanen, Ungarn und Aragon. Habe ich da ein Embargo auf die Typen? Achso, nein, das wollte ich nicht. Und die Osmanen direkt anschauen. Haben wir ein. Ah ja, auf die haben wir ein Embargo. Gut, wir können Friaul verlangen. Ah, haben wir schon. Verdammt. Istrien können wir dann bald verlangen. Echt jetzt? Urbino hat einen Claim auf Istrien gemacht. Finde ich cool. Und auf Umbrien, das finde ich gut. Urbino, du bist spitze. Du bist spitze. Das heißt, ich könnte Urbino vielleicht Istrien überlassen in dem Krieg gegen Venetien, den wir jetzt dann bald führen werden müssen.
Vielleicht sollte ich dann gleich einen Claim auf Venedig machen. Oh, auf den hat Urbino auch schon einen Claim. Finde ich gut. Gut, haben wir noch ein Ding? Haben wir eigentlich noch einen? Ich frage mich gerade, ob wir überhaupt noch einen Waffenstillstand mit Venedig haben. Dann verlangen wir jetzt mal Istrien. Friaul sollten wir auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall erobern. Ah ja, und der ist auch fertig. So, Istrien. Oder auch noch einen Claim. Da gehen wir auch heim. So, dann schauen wir mal, wen können wir noch glücklich machen. Unseren Verbündeten Trier. Wenn wir auch versuchen glücklich zu machen. Werden wir versuchen, Urbino noch glücklich zu machen. Es ist erstaunlich friedlich im Heiligen Römischen Reich. Ich habe Spiele gesehen, da hauen sie sich ständig gegenseitig die Schädel ein. Und du musst als Österreich ständig eingreifen. So, kann ich mal von denen irgendwas holen? Enable Divert Trade. Das macht ihn unglücklich, aber andererseits ist jetzt nicht so unglücklich. Siphon Income. 50% of their yearly income, which will worsen relation by minus 100 and increase liberty desire by 10%. Was? Nur 10% mehr Liberty Desire? Oh, das ist schon sehr verlockend. Und wir kriegen wie viel von ihnen? 50% von ihrem jährlichen Einkommen? Das sind 38 Goldstücke. Klar machen wir das. Egal, ob sie uns hassen oder nicht. Das ist ja wohl. Das ist ja wohl. Warte, ach. So, Kärnten braucht noch einen Tempel. Oder, noch besser, ihr braucht noch drei Typen. Brauchen mehr Truppen. Hunting Accident. Nein! Was? Shit.
Current heir will die. Lose 10 prestige. Was? Lose 1 stability? Seid ihr wahnsinnig? Wir haben noch keinen heir. Na super. Das Spiel ist schneller aus, als ich dachte. Und wir sind schon 45. Wer regiert denn jetzt hier, frage ich mich gerade. Ladislaus hat ja da regiert. Andrasch. Oh, Ladislaus lebt hier noch. Finde ich gut. Nur mein Ladislaus ist gestorben, obwohl es der gleiche ist. Finde ich nicht richtig. Dazu. Ah ja, außerdem Schippernackeln. So, das heißt, wir brauchen am besten brauchen wir Royal Marriages, und zwar deswegen, weil dadurch erhöhen wir unsere Chance. So, warte mal, wer beerbt uns denn, wenn wir jetzt sterben? Der Ladislaus Postumus, also der gleiche Ladislaus Postumus, der gerade in Ungarn regiert, der neue österreichische Kaiser werden. Wieso sehe ich ja nicht, wer erben würde? Noble from House von Habsburg succeeds to the throne. Steht nicht dabei, wer das ist. Vielleicht ist es irgendein zufällig gewählter Adeliger. Interessant. Wenn es ein Interregnum ist oder so irgendwas, dann wäre das schlecht. Dann ja, okay, klar. Jetzt würden wir natürlich nicht gewählt werden, weil wir keinen Erben haben. So ein Scheiß. Echt jetzt? Ach weh. Great. Wer sind noch Verbündete von mir? Polen. Du willst keine Royal Marriage mit mir machen, warum? Too many diplomatic relations. Du bist schon alliiert mit mir, du kannst nicht zu mehr kriegen, wenn du mit mir eine Royal Marriage eingehst, du Wappler. Ach Gott. Na gut, mit wem machen wir noch? Das ist echt fies. Warum? Nur weil unser dämlicher Sohn unbedingt ausreiten muss.
So ein Vollkoffer. Kann ihn nicht sicher und zu Hause wohnen? Oder in Budapest, wo er regiert hat? So, 4, 5, 5 haben die. Wir haben, glaube ich, 5, 4, 4, gell? Ja. Wieso sind wir eigentlich militärisch so weit hinten nach? Und wir machen 14, 64, also eh relativ bald. 64. Noch 64. Okay. Können wir euch schon den Krieg erklären? -5%, -5 Breaking Truce, okay. Machen das also nicht. Wie lange ist der Truce noch? Bis 1464, na sehr was. Wie lange ist unser Truce mit euch noch? Bis 1469 sogar. Gut, das heißt, wir werden jetzt anfangen. Wenn wir aber noch bis 1464 warten, dann sollten wir vielleicht... Ah nein, mit denen haben wir auch einen Truce. Kanzel, bist du wahnsinnig? Keinen Krieg anfangen mit dem Depp. Verbündet mit Genua. Wie lange haben wir den Truce noch? Auch bis 1464. Naja. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es früher aus wäre. Können wir mit euch Kriege machen? Nein. Ich habe auch keinen Casus Belli auf irgendeinen von diesen Typen da. Den Casus Belli gegen Dänemark. Take Holstein. Das könnten wir machen. Dänemark ist allied with Friesland, Schweden und Norwegen. Und Polen würde uns gegen ein wenig Hilfe helfen. Die zweite Möglichkeit wäre... Provence, aber die sind verbündet mit Frankreich. Das wird wohl nichts werden. Nein. Frankreich unterstützt sie auch. Lothringen. Können wir nicht machen. Unsere Provinzen zurückerobern, ist so eine Sache. Wäre natürlich eine Möglichkeit, gegen Dänemark Krieg zu führen. Herrschaften, das überlege ich mir in der Pause, ob ich das machen will. Dafür schaue ich mir Dänemark ein wenig noch an. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes.